Hallo zusammen bei VW bei Digital. Heute schauen wir uns an, wie man Euro und Cent umwandeln kann. Das Wichtigste, was du wissen musst, und das wirst du bestimmt auch wissen, ist, dass 1 Euro 100 Cent sind. Heißt umgekehrt auch, zum Beispiel 200 Cent sind 2 Euro. Wenn du einkaufen warst, dann sind dir bestimmt schon verschiedene Schreibweisen begegnet. Zum Beispiel findet man manchmal die Schreibweise in Euro und Cent, also 3 Euro, 2 Cent. Es gibt die Kommaschreibweise, 50,10 Euro. Hier ist wichtig, dass du weißt, dass das Komma Euro und Cent trennt. Vor dem Komma steht immer Euro und nach dem Komma immer Cent. Und, das ist nicht so häufig, aber vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, man kann auch den Betrag nur in Cent ausdrücken. Zum Beispiel 550 Cent. Ich zeige dir heute, wie du die Schreibweisen umwandeln kannst. Dabei hilft dir eine Tabelle. Und zwar notieren wir in der Tabelle zunächst einmal, ähnlich wie bei einer Stellenwerttafel, die Einer und die Zehner. Das sind unsere Cent. Wenn ich 100 Cent habe, habe ich ja 1 Euro. Das heißt, unsere Hunderter sind die Euro. Die Tausender ebenso. Gerade habe ich dir schon gesagt, dass das Komma Euro und Cent trennt. Deswegen ziehen wir jetzt so eine Linie. Und jetzt fangen wir an, die Geldbeträge umzuwandeln. Wir haben 3 Euro, 2 Cent. Das tragen wir jetzt ganz einfach in unsere Tabelle ein. 3 Euro, 2 Cent gehört zu den Einern. Wir haben 0 Zehner. Und jetzt können wir das Ganze schreiben als 302 Cent oder in der Kommaschreibweise als 3,02 Euro. Komma trennt Euro und Cent. Also notieren wir 3,02 Euro. Nächstes Beispiel, 50,10 Euro. Wir haben gesagt, Komma trennt Euro und Cent. Das heißt, hinter dem Komma stehen die Cent. Also wir haben 10 Cent, 50 Euro. Das wären also 50 Euro und 10 Cent oder, wenn wir das Ganze nur in Cent schreiben würden, 5010 Cent. Unser letztes Beispiel, wir haben 550 Cent. Wir tragen ein, wir haben 500er, 510er, 01er. Und jetzt können wir wieder schön ablesen. Wir haben 5,50 Euro oder in der Kommaschreibweise 5,50 Euro. Die andere Schreibweise schreibe ich auch nochmal mit dazu. Das wären 5,50 Euro. So. Das Ganze wollen wir jetzt einmal üben. Ich habe dir hier nochmal die Tabelle vorbereitet. Und wir wandeln jetzt zunächst einmal um in die Kommaschreibweise. Wir haben 1 Cent, notieren wir bei den Einern. Wir haben 0 Zehner bei 1 Cent. Wir haben 12 Euro. Das heißt, in der Kommaschreibweise wäre das 12,01 Euro.
Komma trennt immer Euro von Cent. Vor dem Komma steht Euro, danach Cent. 3,20 Euro. 3 Euro, 20 Cent, sind 2 Zehner, 0 Einer, sind 3,20 Euro. Und unser letztes Beispiel, 99 Cent, können wir schnell hier eintragen. Jetzt haben wir 110 Euro. Das heißt, das sind 110,99 Euro. Jetzt machen wir das Ganze umgekehrt. Wir haben hier die Cent-Schreibweise und wollen auch wieder in die Komma-Schreibweise umwandeln. 99 Cent trage ich hier hinten ein. Ich habe 0 Euro. Ich kann 99 Cent schreiben als 0,99 Euro. 1070 Cent. 70 Cent trage ich wieder bei den Zehnern und Einern ein. Dann haben wir 0 Hunderter und 1000er. Das heißt, 1070 Cent sind 10,70 Euro. Ich könnte jetzt auch schreiben 10,70 Euro. Genauso wie ich hier schreiben könnte, 0,99 Euro. Das wäre die andere Darstellungsmöglichkeit. Letztes Beispiel noch, 525 Cent. Wir haben 500er, 2 Zehner, 5 Einer. Das heißt, 525 Cent sind 5,25 Euro. Das war's schon. Wenn du etwas gelernt hast, freue ich mich über den Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.